Willkommen in Potter's Bluff. So, hallo und willkommen zu einem weiteren Video hier bei Potter's Bluff Reviews. Heute mit einer schönen Mediabook-Premiere in Deutschland. Und zwar Always, der Feuerengel von Montana. Ein Film von Steven Spielberg, den ich euch heute vorstellen möchte. Hier erschien von Player Pictures in einem wunderschönen glänzende Mediabook. Ich gehe nachher auch in eine Detailansicht und zeige euch nochmal dieses wunderschön designte Mediabook hier. Ich bin restlos begeistert von diesem Cover und ja, und rede darauf ein. Ein Film von Steven Spielberg. Was soll man zu Steven Spielberg sagen, was nicht schon gesagt wurde? Aber Always zu gucken scheint, glaube ich, schon mal ein bisschen zu helfen, weil Always ist, glaube ich, eine der wenigen, also eine der sehr unbekannten Steven Spielberg-Filme. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele, die jetzt hier zuschauen, Always noch nicht gesehen haben. Worum geht's? Richard Dreyfuss und Holly Hunter und John Goodman arbeiten für die Löschbehörde in einer starken Waldbrandregion und fliegen diese Flugzeuge quasi, die oben immer die Löschsachen abwerfen. Richard Dreyfuss ist mit Holly Hunter zusammen, schafft dann aber einen Einsatz nicht und stirbt dabei. Doch dann wacht er wieder auf als Toter quasi, kann aber mit der wahren Welt kommunizieren und kann quasi seiner Frau ins Gewissen reden, aber oder eher unterstützen, so als Engel, und bekommt aber dann quasi Probleme, weil ja sie auch einen neuen Freund hat dann. Und naja, das verspitzt sich dann so. Das Film klingt recht sentimental und ist er auch. Das muss man jetzt auch zugeben. Der Film ist ein Remake von Duell in den Wolken mit Spencer Tracy. Ein ziemlich alter Film, ich glaube aus den 50ern. Und, oder noch älter, bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ja, und zeigt aber Spielbergs gute Qualitäten, vor allem hinter der Kamera. Es sind beeindruckende Szenen in dem Film. Was auch ganz tolle, was Blocking angeht, Schauspielarbeit und so weiter. Und muss ich auch sagen, John Goodman und Richard Dreyfuss und Holly Hunter sind in ihrer absoluten Prime. Also ich bin eh ein riesengroßer Richard Dreyfuss-Fan und hier ist er richtig gut aufgelegt und bringt richtig alles in die Rolle ein, was so geht. Er hat immer diesen kleinen, spielt immer so kleine Arschlöcher, die man eigentlich total mag. Das finde ich ziemlich cool an ihm. Und John Goodman ist ja wirklich in seiner Prime-Roseanne-Phase und ist voll gut drauf. Er rockt den ganzen Film. Wir haben ganz viele verschiedene Nebendarsteller. Keith David ist mit im Film. Holly Hunter, wie gesagt, ganz groß aus Raising Arizona, das Piano und so weiter. Oder Crash, ganz große Schauspielerin. Und ja, das Ganze fängt an wie so eine Art Slapstick-Komödie und wird dann zu so einer Art sentimentalen Drama. Und ich muss sagen, es ist auch zu Recht eher ein unbekannterer Film von Spielberg. Er ist absolut sehenswert, also nicht falsch verstehen. Es gibt ja ganz tolle Schauwerte. Und man hat auch den allerletzten Auftritt von der großartigen Audrey Hepburn, die hier Gott spielt quasi. Und quasi Richard Dreyfuss erstmal erklärt, was er jetzt zu tun hat, was die Regeln sind, wer er sich verhalten sollte und so weiter. Natürlich hält er sich nicht dran. Aber na klar, so geht es dann weiter. Ja, das Ganze wurde verlegt vom Remake. Das Remake spielt zu Kriegszeiten auch und spielt auch im Weltkrieg, während Always hier quasi das Politische so ein bisschen rausnimmt und eher nur diese Löscharbeiten zeigt. Aber natürlich auch eine interessante Welt mit diesen Löschflugzeugen und so weiter und so fort. Und wir haben hier verschiedene Sachen dabei. Schönes Booklet ist dabei, zeige ich euch gleich nochmal in einer Aufnahme. Und ja, allgemein die Stärken des Films sind hier ganz klar die Darsteller und die Kamera. Die Story ist für mich ein bisschen, ach, ich weiß nicht, der Film ab der Hälfte, sobald Richard Dreyfuss ins Gras beißt, wird es halt sehr rührselig, sentimental und eben all das, was diese ganz großen Kritikpunkte an den meisten Spielberg-Filmen, die finden sich halt leider wieder. Und wir haben hier auch den Hauptdarsteller, also den quasi Hauptdarsteller Brad Johnson, also Richard Dreyfuss ist der Hauptrolle, aber der Typ, der nach ihm kommt, ist Brad Johnson, der danach nicht mehr viel gerissen war, mal ein Marlboro-Mann und Model. Ich finde ihn halt auch sehr, keine Ahnung, er ist sehr 0815, ist halt so ein Schönling, aber er kann halt nicht wirklich spielen. Das überspielt der Film gut, weil die anderen Darsteller alle so mega Granate sind, aber das kann man jetzt im Film trotzdem nicht so schlecht heißen. Er macht trotzdem was er kann. Der Film ist hier in einer Einzel-Mediabook-Version erhalten. Den Film gab es schon mal hier in so einer Steven Spielberg-Box, die ganz cool war, die war restlos ausverkauft. Und ich habe jetzt auch die Bild vergleicht. Diese Version hier ist bei weitem besser, hat mehr Bonusmaterial. Also das ist the way to go, wenn man sich Always holen will. Der Feuerengel von Montana. Komischerweise wird jetzt der Untertitel immer weggelassen, der wurde so immer ausgestrahlt im Fernsehen. Also Always, der Feuerengel von Montana. Und hier haben wir die alte Blu-ray. Und hier ist ein schönes Zitat, wollte ich mal vorlesen, weil das, glaube ich, ganz gut zum Film passt. Das ist eine Geschichte über das Leben und die Liebe. Und wie die Liebe verbindet, auch wenn man getrennt ist. Es ist eine Liebesgeschichte, die zwei Welten umspannt. Die der Lebenden und die der Toten. Sie handelt davon, dass da jemand über die Schulter schaut und dich beeinflusst. Obwohl du ihn weder sehen noch hören kannst. Steven Spielberg.
Ich weiß nicht, ob er den Film beschrieben hat oder eher seine eigene Regiearbeit, denn Steven Spielberg gehört zweifelsohne zu den besten Regisseuren, die es jemals gab. Aber man muss ihn natürlich auch sehr beeinflussen. Also 1989 ist der Film rausgekommen, bei uns 1990. Man muss ihn aber auch quasi wirklich ein bisschen dazu, also muss ihn schon einen Kritikpunkt zulassen. Also er ist halt auch ultra manipulativ in seinen meisten Filmen, was natürlich von vielen Regisseuren gewollt ist, aber bei ihm geht es in so einen Grad, wo man dann keine Interpretationsmöglichkeit mehr hat. Er zwingt einen, gewisse Gefühlslagen einzunehmen, nicht mehr selbst zu urteilen, nicht mehr selbst zu einzuschätzen, sondern wirklich nur in eine Richtung zu denken. Das macht er in ganz wenigen Filmen nicht, wie zum Beispiel München oder so. Aber bei Always ist es hier quasi am stärksten formatiert und er ist quasi der, der dir ins reinspricht, ohne dass du es weißt und dich total beeinflusst. Deswegen muss man die Kritik auch an Spielberg zulassen, die er immer, das ist einfach so. Er ist nicht ohne Makel, das kann man nicht sagen. Natürlich ist er meistens handwerklich, also wirklich ohne Gleichen. Jetzt auch die Fabelmanns gesehen, auch wieder ganz grandios. Und es ist schon einer der größten Regisseure aller Zeiten. Also das muss man schon sagen. Da kann man auch als Cineast jetzt nicht irgendwie hier anfangen, hier so Nitpicking zu machen oder so Arthouse-Typen auszupacken. Spielberg steht schon für was und er ist nicht umsonst der bekannteste Regisseur aller Zeiten. Neben Hitchcock vielleicht. Nichtsdestotrotz empfehle ich trotzdem Always. Wir gehen jetzt erstmal in die Nahansicht, dann sage ich nochmal mein Fazit. Ja, dann sind wir auch schon in der Nahansicht bei Always. Und hier ist natürlich wunderschön, das ganze Teil ist hier in so einem Hochglanz, so einen richtig tollen Effekt macht. Und ihr seht die Schrift, der Haupttitel nicht, was ihn die ganze Zeit durchgängig sehbar macht. Sehr schön. Und auch hier die Schleife und das Tuch zu eben auch nicht. Und der ganze Himmel aber ist grandios. Auch hier seht ihr diesen Effekt auf dem Tower. Wunderbar. Und auch hinten auf dem Feuer. Sehr krass. Das Ganze zieht sich durch das ganze Mediabook durch. Also ist alles hier so hochglanzveredelt. Und hier hinten drin natürlich auch. Ich meine, die ganzen Inhaltsangaben und Zusammenfassungen. Ja, sehr schön geworden. Und hier immer dann die Bonusmaterialien. Auf jeden Fall mehr als auf der alten Standard Blu-ray, die in diesem Spielberg-Set enthalten war. Hier dann mal die Blu-ray. Oben ganz klein zu sehen. Hier mal dann Bilder aus dem Film. John Goodman, Holly Hunter, Richard Dreyfuss. Sehr schön. Audrey Hepburn hier. Sehr schön, interessantes Booklet. Ja, und dieser Sticker war außen angebracht. Den habe ich hier über die Quellen geklebt. Ich weiß, den viele nicht machen, aber ich fand es ganz lustig. Und hier habe ich dann nochmal ein Bild von dem zweiten Hauptdarsteller quasi, der leider nicht mehr so viel gerissen hat danach. Und hier auf der Rückseite nochmal die schöne Audrey Hepburn und die DVD, wie ihr sehen könnt. Genau. Dann schauen wir uns nochmal das Ganze im Gesamten an. Und wie gesagt, ich finde, das ist ein sehr schönes Cover, sehr schönes Motiv. Bin vollends zufrieden. Man hätte vielleicht noch diesen deutschen Untertitel hinzufügen können, aber eigentlich ist es so clean noch schöner. Nee, sollte man schon weglassen. Und wie gesagt, ich finde das richtig cool, dass man hier dieses obere Bild die ganze Zeit durchweg sieht. Also eines der schön gelungensten von Play-On Pictures, muss ich sagen. Sieht wunderschön aus eigentlich. Da gibt es nichts zu meckern, also Wahnsinn. Genau, und auch, dass dieser Glanz hier komplett durchzieht, finde ich ultra genial. So, dann gehen wir mal zurück zu meinem Fazit. So, ihr habt das wunderschöne Mediabook gesehen. Ich finde es grandios, gerade diesen Glanzeffekt hier. Wie gesagt, die Blu-ray ist dieser alten Box hochhaus überlegen. Ist das richtig? Ich glaube, wenn man zu oft irgendwas sagt, weiß man nicht mehr, wie es richtig heißt. Der Film ist, diese Blu-ray ist dieser Hochhaus überlegen. So ist richtig. Naja, auf jeden Fall, Always der Vorgänger Montana, hier wunderschön erschienen von Play-On Pictures, könnt ihr ab jetzt bestellen. Ganz groß, auch die Extras sind sind zwar nicht so viele, aber mehr als auf der alten Blu-ray und auch bessere Bildqualität, wie gesagt, das schöne Booklet. Und ja, ich glaube, es ist für alle mal einen Blick wert. Und auch für John Goodman-Fans, also, und wie gesagt, die Kameraarbeit, da ist so ein Shot, wo John Goodman in einem Apartment ist. Man sieht von Weitem ein Flugzeug ankommen, die Kamera geht über die Decke, Glasdecke, und man sieht das Flugzeug weiterfliegen. John Goodman spielt die ganze Zeit weiter, es geht weiter. So lange One-Shots, in denen mehrere Einstellungsgrößen verbunden werden, das sind so Spielbergs ganz große Stärken. Und natürlich Richard Dreyfuss, also, macht einfach Spaß. Und Holly Hunter in ihrer großen Phase noch, als sie noch richtig bekannt war. Also, ja, nostalgischer Film, sentimentaler Film, aber nichtsdestotrotz ein Film, den man sich anschauen kann. Und gerade für Spielberg-Fans interessant, weil gerade der, ebenso wie zum Beispiel 1941,
sehr untergeht in seiner Filmografie, wie ich finde. Zu Unrecht. Also es gibt auch wesentlich, also ich finde, es gibt schlechtere Filme von Spielberg, die bekannter sind. Und ja, deswegen schaut euch Always an und denkt dran. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen wollte. Ach ja, habt ein schönes Leben, geht ins Kino und macht's gut. Ciao!